Die Bauarbeiten im Düpp stoßen auf reges Interesse bei den Dülmener Bürgern. In jedem Monat bieten die Verantwortlichen des Bades Rundgänge durch die Baustelle an. Am Donnerstag, den 21. März, fand wieder eine Führung statt. Rund 70 interessierte Bürger waren erschienen. Wir werden den Besuchern heute zeigen, wie weit die Baumaßnahme Düpp 2020 gediehen ist und ihnen vor allen Dingen auch die neue Aktivhalle schon zeigen, die mit den Wänden schon sehr weit vorangeschritten ist. Zurzeit ist der Estrich- und Fliesenleger aber dabei, den Estrich aufzubringen. Auf diesen Estrich kommen dann anschließend die Fliesen. Zunächst ging es in den Raum der künftigen Umkleide. Hier sollen neue Kabinen für mehr Platz sorgen. Wo früher Kleinkinder im Wasser spielten, soll ein neues Bistro entstehen. Die bisherige Kücheneinrichtung entsprach nicht mehr in vollem Umfang den Anforderungen eines modernen Bade- und Gastronomiebetriebs. Den neuen Eingangsbereich kann man derzeit nur erahnen. Geschäftsführer Bergmann präsentierte aber zu jedem Raum eine Ansicht, wie es später einmal aussehen soll. In der Schwimmhalle sind die Fliesenleger tätig. Fliesen sind allerdings noch nicht zu sehen, denn die Becken werden derzeit noch durch Estricharbeiten geglättet. In den nächsten Wochen soll aber mit der Verfliesung begonnen werden, so Georg Bergmann. Ein Blick auf das neue Mehrzweckbecken. Es ist zurzeit noch nicht überdacht. Die Arbeiten sind aber schon weit fortgeschritten. Im Nichtschwimmerbereich erklärte Bergmann die Veränderungen für jugendliche Badbesucher. Zum Schluss des Rundganges konnten die Besucher einen Blick in die neuen Duschräume werfen. In einem Monat will das Bad zu einer weiteren Führung einladen. Wir waren freudig überrascht darüber, dass 70 Besucher kamen. Ich freue mich über jeden, der an diesem Baustellengeflüster teilnimmt. Gibt mir doch das Baustellengeflüster die Gelegenheit, den Gästen den Baufortschritt zu zeigen. Die Verantwortlichen hoffen, dass das neue Düpp im September, Oktober in Betrieb genommen werden kann.